Im letzten Kurzvortrag haben wir über den richtigen Biss gesprochen. Der richtige Biss ist kein Biss. Heute möchte ich sprechen über den falschen Biss, also über Okklusionsstörungen und wie Okklusionsstörungen zu myofaszialen Schmerzen innerhalb und außerhalb des Kausystems führen können. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Der heutige Kurzvortrag ist Teil meines Online-Kurses CMD-Patienten einfach und sicher behandeln. Sie finden diesen Online-Kurs unter der Adresse www.cmd-online-kurse.de. Okklusionsstörungen sind Formstörungen der Kauflächen von Zähnen. Sie liegen vor bei Zahnfehlstellungen, zum Beispiel Elongationen, Kippungen, Non-Okklusion. Bei Zahnzahlanomalien, vor allen Dingen Nichtanlagen, bei Zahnformanomalien, zum Beispiel persistierende Milchmolaren, die breiter sind als die entsprechenden bleibenden Zähne, oder zapfenförmige seitliche obere Schneidezähne. Bei Kieferanomalien, zum Beispiel Deckbiss, Tiefbiss, offener Biss, Distalbiss und so weiter. Okklusionsstörungen entstehen auch durch zahnärztliche Maßnahmen, wie zum Beispiel restaurative Behandlungen, prothetische Behandlungen und kieferorthopädische Behandlungen. Nun stellt sich folgende Frage: Wie können Okklusionsstörungen Muskeln und Gelenke innerhalb und außerhalb des Kausystems überlasten und zu myofaszialen Schmerzen führen? Natürlich nur, wenn bei den Funktionen des Kausystems die Ruhelage verlassen wird und Zähne durch Muskelaktivität in Kontakt kommen. Dies ist bei drei Funktionen der Fall: beim nächtlichen Knirschen und Pressen, beim Knirschen und Pressen tagsüber und beim Schlucken. Besonders engagierte Menschen, Menschen, die zuverlässig sind, die es anderen recht machen wollen, Menschen, die sich durchbeißen im Leben, aktivieren auch nachts, wenn sie die alltäglichen Erlebnisse verarbeiten, ihre Kaumuskulatur und fangen an zu knirschen und zu pressen. Dies geschieht in der Regel mit sehr hoher Kraft. Bis zu 200 Kilopond sind gemessen worden. So hohe Kräfte kommen sonst im Leben eines Menschen eigentlich nicht vor. Die grundlegende Therapie ist also nicht eine zahnärztliche Therapie, sondern ein Stressmanagement, das der Patient selber durchführt, um abends sich so zu entspannen und überschüssige Stressenergie abzubauen, dass er in der Nacht keinen Grund mehr hat, mit den Zähnen zu knirschen oder zu pressen. Anders als in der Nacht ist der Mensch tagsüber natürlich bei Bewusstsein. Und wenn er spürt, dass er die Zähne aufeinander beißt, kann er willentlich in die Ruhelage zurückkehren. Diesen Zusammenhang müssen wir unseren Patienten erklären und sie darauf hinweisen, dass sie hier selber achtsam sein müssen und sich selber steuern müssen. Beim Knirschen und Pressen tagsüber sind es nicht die hohen Kräfte, die Muskeln und Gelenke überlasten, sondern bestimmte Muskelfasergruppen, die beim nervösen Spielen mit der Okklusion immer wieder aktiviert werden. Wir müssen uns dies folgendermaßen vorstellen. Wenn sich ein Muskel vom entspannten Zustand bis zu seiner vollen Kraftentfaltung anspannt, dann ist es nicht so, dass sich die einzelnen Muskelfasern immer stärker aktivieren. Es ist vielmehr so, dass der Muskel nach und nach verschiedene Muskelfasergruppen rekrutiert. So erreicht er durch die Anspannung von einer Fasergruppe nach der anderen seine maximale Kraftentfaltung. Wenn nun beim nervösen Spiel mit der Okklusion immer wieder die gleiche Fasergruppe aktiviert wird, wird sich auf Dauer genau diese Fasergruppe überlasten und anfangen zu schmerzen. Am Ende des Schluckvorgangs stützt sich der Unterkiefer in der maximalen Interkuspitation kurzzeitig und mit sehr geringer Kraft von ungefähr 5 Pond am Oberkiefer ab. Diese Kraft von 5 Pond ist nicht geeignet, um Muskeln und Gelenke innerhalb des Kausystems
zu überlasten. Aber über trigeminocerebellare Bahnen wird dieser okklusale Kontakt in der maximalen Interkuspidation an das Kleinhirn gemeldet, das aufgrund dieser Informationen die Körperhaltung steuert. Die maximale Interkuspidation ist die einzige eindeutige Gelenkposition im Körper. An dieser eindeutigen Gelenkposition orientiert sich das Kleinhirn und baut darum herum die Körperhaltung auf. Wenn Okklusionsstörungen vorliegen, werden Körperfehlhaltungen ausgelöst, die im Laufe der Zeit außerhalb des Kausystems Muskeln und Gelenke überlasten können. Nun kennen wir die Bedeutung der Ruhelage. Der richtige Biss ist kein Biss. Wir wissen, was der falsche Biss ist, nämlich Okklusionsstörungen. Und wir wissen, wie sich Okklusionsstörungen auf Muskeln und Gelenke belastend auswirken und zu myofaszialen Schmerzen führen können. Mit diesem Wissen ausgestattet, können wir nun zu unserer Ausgangslage zurückkehren. Wie gesagt, dieser Kurzvortrag ist Teil meines Online-Kurses CMD-Patienten einfach und sicher behandeln, das Basiskonzept der kraniofazialen Orthopädie. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, sich den ganzen Online-Kurs anzuschauen. Sie finden ihn unter der Adresse www.cmd-online-kurse.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Behandlung Ihrer Schmerzpatienten. Bleiben Sie locker, Ihr Erich Würr.